Und damit herzlich willkommen zu einem königreichen Städt im Oktober. Und es gibt ein paar neue Sachen vorzustellen. Genauer gesagt, eigentlich sogar zwei Maps zum Vorstellen, die bebaut wurden. Aber wir werden wahrscheinlich heute nur eine machen. Einfach nur aus den Gründen, ihr habt ja gemerkt, die letzten Monate gab es gar nichts, jetzt auf einmal zwei zu machen. Ich nehme mir lieber die Zeit, gleich wie mit der Grafschaftsvergabe. Weshalb ich wirklich sagen kann, ja, machen wir Schritt bei Schritt ganz piano und vorsichtig. Aber gut, bevor der ganze Spaß losgeht mit den Rangaktualisierungen und bevor ich vorstelle, was jetzt eingereicht wurde, zumindest einer von den beiden, erstmal kurz die Erklärung, können wir erstmal fortsetzen, erstmal kurz die Erklärung, was hat es hier mit einem königreichen Städt so alles auf sich? Ganz kurz, also so kurz wie möglich erklärt, an sich ist das Ganze mit meinem Patreon-Projekt gekoppelt und alle Leute, die dort spenden und mich unterstützen, kriegen als Dankeschön, so als kleines Gimmick, hier Ehrenpunkte und mit diesen Ehrenpunkten steigen sie in Rängen auf innerhalb des Königreichs und können sich dann später sogar Läden holen. Und das gesamte Königreich ist eine riesig große Map, die aus sehr vielen verschiedenen Stronghold-Karten zusammengeklastet ist und zusammengeklebt ist, die dann am Ende einen großen Mega-Screenshot ergeben, die dann auch alle bebaut werden und die dann ein großes Poster ergeben quasi. Braucht natürlich noch, es gibt einige Prototypen davon, sowohl vom Hauptland als auch von den Kolonien, aber es wird mit der Zeit und irgendwann wird das mal fertig sein, auch wenn es schon so lange, viele Jahre in der Mache ist. Aber hey, gut Ding will Weile haben und so. Und die Bleepit singt. Apropos gut Ding will Weile haben, ne? Das Volk fürchtet sich in keiner Weise. Das apropos gut Ding will Weile haben. Ja, okay. So viel zur Einleitung, was es mit dem ganzen Spaß auf sich hat. Und dann gehen wir mal durch, was die aktuellen Ränge im Königreich angeht. Wir können gleich mal beim Adel mit einer Sache anfangen. Und zwar, ja, eigentlich zwei Dinge, die sehr relevant sind. Erstens, Xardas HD hat gleich zwei Sachen zum Feiern. Zum einen ist Xardas HD ein neuer Herzog geworden, vom Graf zum Herzog, und hat quasi Sergeant Quadratense knapp abgelöst. Denn die ersten fünf im Adel sind ja Herzoge. Aktuell sind unsere Herzoge Georg Rinner, der Berglöwe, Roy Tikai, der Tower Drache. Das hängt jetzt ein bisschen tief. Werner V., der Eiserne. Werner Fenwell fliegt raus übrigens, der Eiserne. Lord Lorey und jetzt Xardas HD. Das sind unsere fünf Herzoge aktuell. Und Xardas hat noch was zum Weiteres zum Feiern. Und zwar hat er bei seiner Grafschaft, die er geclaimed hat, jetzt auch sein Bebautes eingereicht. Und eigentlich wäre heute stattdessen, eigentlich wäre heute allgemein Kyriochis dran gewesen. Der hat auch vor kurzem sogar geschrieben bei mir im Stream, ah, ich habe es gerade noch rechtzeitig eingereicht, wenn du aufnimmst. War eigentlich rechtzeitig, aber dann habe ich erstmal realisiert, dass sogar zwei Leute eingereicht haben, deswegen tut es mir leid, Kyriochis, aber du bist beim nächsten Monat dran. Ist, glaube ich, auch besser so, wenn ich mich auf eins konzentriere und eins schön gemütlich vorstelle, statt jetzt durchzuspringen, ne? Ich glaube, das ist auch in deinem Interesse und dann ist dein Ding auch das nächste Mal dann als Thumbnail und heute ist es als Thumbnail eben die Burg von Xardas HD, beziehungsweise seine Grafschaft. Ich glaube, es ist einfach fairer, das so aufzuteilen. Auch nach der Reihenfolge, wie es eingereicht wurde, weil Xardas war früher, ich habe es bloß nicht gesehen. ja, dann gucken wir uns heute die Grafschaft an, die Xardas bebaut hat. Aber, und das kann, wissen wir jetzt auch schon mal Bescheid, Kyriochis, der feiert eigentlich auch doppelt. Also heute ist echt Tag der Doppelfeier, ne? Kyriochis ist, sowas hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Also das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir den Fall haben, dass jemand zum Lehnsherrn aufsteigt. Also Kyriochis war Ritter Plus, also potenzieller Lehnsherr. Er hat sein Gebiet geclaimed und auch schon sofort eingereicht und bebaut. Also beides im selben Monat. Also ja, machen wir gleich mal die Beförderung hier. Kyriochis, herzlichen Glückwunsch. Du bist nun... ich glaube noch einen Grund mehr, dass wir es erst nächsten Monat zeigen. Aber Kyriochis, du bist nun befördert vom einfachen Ritter, der auch quasi Niederadel war, zum Lehnsherrn und darfst nun deine Kolonie bebauen, die dir nun überreicht wird. Ach, wie, die ist schon fertig. Der hat die schon fertig bebaut, bevor er überhaupt weg war, ne? Ich sag's halt ja noch nie. Das war halt gleich instant eingereicht noch wieder zu. Okay, Kyriochis ist jetzt fort und ja, sein bebautes Lehen ist eigentlich schon fertig, aber das schauen wir uns dann nächsten Monat an, dass wir uns heute halt auf das Xardas konzentrieren. Wir können aber mal ganz kurz einen Sneak Peek reinwerfen in die Karte, wenn ihr wollt, also zumindest in die Übersicht. Okay, das war's, glaube ich, mit dem Adel. Ansonsten hat sich beim Adel, glaube ich, nichts getan. Alles klar. Dann gehen wir mal bei unserem UdSSR, bei unserem Utwendianischen Sonderschutzregiment durch. Da haben wir unsere Top 5. Anduko als Leiter der Königsburg. Thomas Reiter als königlichen Heerführer. Jonsch, der Runenkrieger, als Baumeister, will ich schon sagen. Er ist Baumeister eingetragen. Leiter der zweiten Burg.
Herzog Wolpe, der Wolf, als Statthalter und Vief 98 Souls 11 als Leiter des Gefängnisses. Passend, Gefängnisleiter, der auch noch Nummern im eigenen Namen verwendet, das ist mit den gefangenen Nummern natürlich nochmal einfacher. Oder komplizierter, je nachdem. Okay, so viel dazu. Und dann gehen wir mal die weiteren Beförderungen durch. Beim oberen Teil gab es gar nicht mal groß was. Wir haben Rumiel 89, der vom Pikinier zum Schwertkämpfer aufgestiegen ist. Ei. Glückwunsch Ei zur Beförderung. Wir sind bereit. Jetzt wird das Ei aufgelöst. Und los. Dann... Das sind gar nicht so viele Beförderungen heute. Dann haben wir Armande vom Streitkörperkämpfer zum Pikinier. Was gibt's? Wir ziehen ab. Ei. Und Berti Bertig, ebenfalls vom Streitkrummkämpfer zum Pikinier befördert. Ja, wir ziehen ab. Schicke neue Rüstung, ein schönes langes Teil in der Hand, da kann man doch glücklich werden. Und wir haben zwei Neuzugänge, und zwar einmal Christopher Polesnik, er steigt als Streitkrummkämpfer ein. Voll, ja, und Stofan, wahrscheinlich Stefan, aber Stofan statt ein O, es ist eine 0, ST0-Fahn. Also, Stoma. Es ist so, wenn man Stoma und Stefan kombiniert, dann kommt Stofa an raus. Als Lanzenträger steigt er ein. Ich hab noch nicht schon drauf gedrückt, oder? Ich glaube nicht. Wunderbar. So viel zur Rangliste aktuell. Ihr seht es dann auch auf Patreon wieder. Und das müsste es damit gewesen sein. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich bei Stronghold Crusader, wenn wir uns die Grafschaft von Xardas HD angucken und nochmal durchgehen, was denn noch frei ist und wie ihr daran teilnehmen könnt hier im Grunde, wenn ihr jetzt Gebiete claimen wollt, wenn ihr jetzt Gebiete haben wollt, selbst bauen wollt, claimen wollt, das gehen wir auch nochmal ganz kurz durch. Mache ich jedes Mal, einfach damit sich keine allzu großen Fragen ergeben aus dem Ganzen. Okay, dann speichern wir mal für den Oktober. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn wir uns in Crusader die ganzen Kolonien angucken, die noch frei sind und die jetzt bebaut sind. So, da wählen wir bei unserer Kolonieübersicht. Da muss ich auch nochmal ganz kurz ausholen, denn aktuell sind nur Kolonien frei, die bebaut werden können. Vom Festland, da wird erstmal noch wieder aufgearbeitet. Kevin Scheffler hat die ja alle gemacht und ist ja zwischenzeitlich weg. Und da wird gerade aufgearbeitet, was noch so alles übergelassen wurde und wie man das machen kann. Weil das ist ja nicht so einfach, so mal eben eine Karte designen. Das war ja alles übergreifend. Deswegen ist das nicht so leicht und braucht ein bisschen Zeit, bis das aufgearbeitet wird. Bis dahin haben wir eben die Kolonien. Und ja... Neben den Kolonien, die frei sind und schon bebaut sind stellenweise, also gut, hier ist schon gezeigt, hier beispielsweise die Kenway-Insel, das ist die, die jetzt Kyrioris geclaimed hat, die habe ich nochmal separat jetzt abgespeichert mit seinen Bebauten. Aber das gucken wir uns als zweites an, erstmal schauen wir, also wir gucken mal kurz drüber, wie gesagt, Spotlight ist nächsten Monat. Aber was wir uns angucken, ist die Grafschaft, die hier Xardas HD vor einer guten Weile eigentlich schon geclaimed hat. Also zumindest ist es lange her, dass die letzte große Insel geclaimed wurde. Weshalb man nun hergehen kann und sagen kann, ja, endlich ist er da. Und das ist hier Spoiler Kolonie 2, den Z Abuk West, fertig. Also Abuk West, schauen wir mal hier, Abuk West von Xardas HD, ursprünglich so. Vielleicht ersetze ich später mal, aber ich glaube, gar nicht mal so schlecht, das separat gespeichert zu haben. So, und er hat draus gemacht. Tada! Und da schauen wir jetzt mal rein. Mit jeder Menge. Ich werde gleich mit Feuerwerk. Oh, ich werde mit Feuerwerk begrüßt. Das ist echt nett, muss ich sagen. Yay! Ich komme sogar Stadtgüter rein. Okay, dann gucken wir mal, was der gute Xardas so gebaut hat. Oh, guckt mal. Es gibt eine eigene Religions- und. Verurteilungsinsel. Und Hunde. Nur kommt dann niemand drauf auf die Insel. Oh gut. Ich glaube, ich weiß, warum da keiner arbeitet. Die Priester sind in den Käfigen. Ah. Ja, Tunnelgräber und Bogenschützen hier drauf. Ich meine, gut, das ist sein Lehen. Der kann machen, was er will. Der kann ja so grausam sein, wie ihm lustig ist. Kommt niemand vorbei und kontrolliert. Da unten ist das Vorratslager, so quasi ein bisschen als Hafen, würde ich mal sagen, so als Hafen-Andockstelle.
Jede Menge Baumeister mit Pech. Ein paar Inseln mit Mühlen und Zeug. Ich meine, die Leute, die am Pranger stehen, haben wenigstens einen guten Meerblick. Die haben bloß ein kleines Problem, sollte eine Flut kommen. ja. Die Bogenschützen haben alle in den Spaß. Das ist echt so eine Feuerwerksbegrüßung, kann das sein? Überall ein paar Sachen aufgebaut. Ja, das ist halt eine Grafschaft, da ist ein bisschen mehr Platz drauf, ne? Holla, die Wood Fairy. Mitten bei der Nahrung eben noch die Pfeilmacher. Gut, ich meine, die haben es nicht falsch, wenn sie mal eine Essenspause machen wollen, ne? Zwischenzeitlich. Ach, und apropos Essen. Hä? Okay, warte mal, was? Die Pfeilmacher stehen bei den Konspeichern. Und die Bäckereien stehen bei der Waffenkammer. Weil sie arbeiten, also total verwirrt, einfach nur. Hm, okay, alles klar. Ja, Stein wird auch abgebaut, das sehe ich da. Ja. Okay, ich muss sagen, ich mag es ja, wenn die Insel nicht komplett zugeklatscht wird. Gerade bei so einer größeren reicht es ja, wenn es da so eine kleine Kernfestung gibt, vielleicht noch Wirtschaft außenrum, vielleicht hier und da noch Grenzposten, aber wenn alles so eine riesige, okay, eine riesige Festungsstadt kann man auch machen, aber wenn die gesamte Map, also alle Maps nur daraus bestehen würden, wäre es auch ein bisschen übertrieben. Und ja, das ist jetzt das schöne Abu Quest, das jetzt bebaut ist. Stück für Stück setzt sich das Puzzle zusammen, auch mit den Kolonien und allem drum und dran. Und auch diese wird dann irgendwann mal Teil vom Mega-Screenshot werden, wenn er dann mal fertig ist. Wird irgendwann mal der Fall sein. Oh, und da ist noch die Eisenproduktion, noch Scheiterhaufen dazu, noch ein paar Brunnen. Falls, ja, ich meine, da können gerne mal Unfälle passieren, ne? Da kann man mal durchaus noch den einen oder anderen zum Löschen gebrauchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist so das Problem, wenn die Bäcker so merken, verdammt, ist nur in der Nähe der Waffenkammer. Da kommt die riesige, ich meine, das hat dann natürlich was, ne? Da kommt die monatliche Brotlieferung. Na gut, die monatliche eher so, die halbjährliche oder so. Ah, das Brot ist da. Geil. Ja, nice. Okay. Dann hätten wir hier das schöne Abu West von Xardas HD. Und dann können wir nochmal ganz kurz reinpieken, was uns hier Kyrioris geschickt hat. Und zwar hier die Kenway-Insel. Und daraus gemacht hat er... das Kenway-Insel da. Ganz kurz reingeguckt, aber das schauen wir uns dann nächsten Monat an. Und nochmal ganz kurz, wie kann man hier Sachen claimen? Alle, die beim Projekt teilnehmen, die jetzt hier Teil des Patreon-Projekts sind und mich unterstützen... Und Ehrenpunkte gesammelt haben, ihr seht ja euren Namen auf der Rangliste, die monatlich immer aktualisiert wird auf Patreon. Und wenn ihr auf dieser Rangliste mindestens den Rang Ritter Plus habt, seid ihr potenzieller Lehnsherr. Ritter Doppel Plus ist potenzieller Graf. Und mit mindestens dem Rang Ritter Plus könnt ihr ein Lehen beanspruchen. Und das geht ganz einfach, ihr geht auf den aktuellsten Patreon-Post für diesen Monat. Ich mache jeden Monat einen Post. Ich habe es einmal einen Monat vergessen, aber da drücken wir mal ein Auge zu. Da antwortet ihr einfach drauf. Dort schreibt ihr eine Antwort und schreibt, ich... möchte, also ihr müsst nicht mal sagen, wer ihr seid, das steht ja eigentlich da. Also wenn ihr euren Patreon-Account benutzt, deswegen mache ich es ja über Patreon, weil ich es dann direkt zuordnen kann. Ja, da antwortet ihr drauf und schreibt, dass ihr beispielsweise, wenn jetzt eins frei ist, ich hätte gerne Kolonie 4 Lehn B Aristera. Und wenn ihr entweder der Einzige seid für diesen Monat oder der mit den höchsten Ehrenpunkten, wenn es mehrere sind, bekommt ihr für den nächsten Monat dann diese Insel als euer eigen und könnt diese dann bebauen und einreichen. Das Einreichen macht ihr dann im Discord. Da gibt es dann auch eine extra Rubrik. Ja, wunderbar. Und dann gehen wir mal durch, was für Lehen noch frei sind. Und zwar, die kennen wir nicht mehr. Oh Mann, ich habe mich schon so angewöhnt, zu sagen, was frei ist. Aber so, die kennen wir. Insel, die Touch-Insel, die Hornig-Insel. Jetzt ist die Kenway-Insel weg. Jetzt fangen wir mit der Touch-Insel an. Also, noch frei als Kolonien sind die Touch-Insel, die Hornig-Insel, das königliche Atoll, die Salzbank, Sanburiga, Guadepus, Aristera, die Pac-Man-Insel und Zostar. Und, Mashyaros. Mashyaros. Hört sich so wunderbar italienisch an. Und das war's. Mashyaros noch. Das sind die Inseln, die noch frei sind. Wenn da jemand Interesse dran hat, komm, holen wir mal die Musik zurück. Dankeschön. Weil die würde jetzt aufhören.
Wenn jemand Interesse hat und mindestens Ritter Plus ist, dann kann das hier beanspruchen. Wie gesagt, aktuell heißt es nur ein Lehen pro Person. Also das Thema hatten wir ja schon mal von wegen, dass Leute sich zurückhalten mit dem Beanspruchen von Kolonien, einfach weil sie Angst haben, dass sie dann keine Hauptgebiete mehr bekommen. Sobald Hauptgebiete wieder drin sind, und zwar mehrere, kann man vielleicht mal ein Auge zudrücken und sagen, okay, entweder wechselt man, dass er jetzt sagt, okay, ihr könnt von der Kolonie auf das Hauptding wechseln, oder irgendwann, vielleicht haben wir irgendwann, ich möchte meine Hand nicht ins Feuer legen, aber es ist durchaus möglich, dass wir irgendwann einfach mal die Regel haben, dass jeder Adlige sowohl eine Kolonie als auch ein Festland besitzen kann. Wobei wir aber mittlerweile fast schon fast zu viele Adlige haben, um zu garantieren, dass das so hinhaut. Das wäre aber mal so eine Idee für irgendwann mal. Und dann kann man mal sagen, ja gut, wenn mehr Festland da ist als Kolonien, dann ist jeder Adlige, der sowohl eine Kolonie als auch ein Festland hat, natürlich der Glückliche, ne? Weil ansonsten, dann sind die Kolonien das rar Gesäte. Aktuell kommt es vielleicht einem vor, als wären die Kolonien der Ramsch, aber irgendwann ist das vielleicht heiß begehrt. Dann sind die Adligen, die zwei Ländereien haben, so die Kings quasi, ne? Wer weiß. Soll das der Fall sein. Okay, aber das war's soweit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, hole ich es beim nächsten Mal nach. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ein Königreichen steht im November. Das ist dann mal kurz nach meinem Geburtstag. Und dann werden wir uns auf jeden Fall das bebaute Lehen von Kyrioris angucken. Genauer, ganz genau unter die Lupe nehmen. Und schauen mal, was sich sonst zum Königreich dann getan hat. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Ein Königreichen steht im November. Bis dahin. Bye-bye.